Kommen wir endlich zum Schwerpunktthema dieser Sendung, den Olympischen Spielen. Aufgepasst, liebes Publikum, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, erklärt sich wie folgt selbst auf seiner Homepage. Ich zitiere. Das IOC ist eine internationale, nicht staatliche, nicht auf Profit ausgerichtete Organisation. Zitat Ende. Ja, toll, dieses IOC. Und ich dachte schon, denen geht's nur um Macht und Kohle. Aber nein, wir sollten dem IOC vielmehr dankbar sein. Alle schauen nur auf die Goldmedaillengewinner. Die ernten unser aller Lob und Anerkennung. Dabei vergessen wir das IOC völlig. Nur durch dessen Mitarbeiter laufen die Spiele wie geschmiert. Ja, meine Damen und Herren, das ist sie. Die Fahne der Mannschaft, die das Unmögliche möglich gemacht hat. Olympische Spiele in China. China, immerhin das Land mit den wenigsten Menschenrechten und den meisten Hinrichtungen. Aber dieses Team hier hat sich eiskalt durchgesetzt. Das IOC. Der Garant für den Erfolg, hier ist er. Der Spielmacher, Jacques Rogge. Der Mann hat's einfach drauf. Seine Paradedisziplin, Pressekonferenzen. Da lauern die Gegner natürlich und dann kommt er auch. Der Angriff. Menschenrechte in China? Och, nein, Mann, ist das schwach. So packst du doch den Rogge nicht. Olympia als Katalysator für den Wandel? Oh, hat er das wirklich gesagt? Da bin ich jetzt auf die Zeitlupe gespannt. Tatsächlich, Katalysator für den Wandel. Recht hat er. Schauen wir zurück. 1936 Berlin. Auch damals die Frage, kann man das machen? Und ja, nur ein Weltkrieg später ist klar, Deutschland ist wie verwandelt. Absolut nicht mehr wiederzuerkennen. Kommen wir zu Rogges Team. Der Mann fürs Grobe, Francis Nyangweso. Die Fans kennen ihn sicher noch als Verteidigungsminister von, genau, Idi Amin, dem Schlechter von Afrika. Von ihm hat Nyangweso gelernt, wie man den Gegner, tja, einwickelt. Und noch ein Leistungsträger, Lee Kun-hee, früher Samsung-Chef, heute verurteilter Wirtschaftskrimineller, einfach Weltklasse im Bereich Finanzen. Doch ohne ihn hier wäre das IOC gar nichts. Ehrenspielführer Juan Antonio Samaranch. Der Mann weiß, dass man mit Demokratie keine Medaillen holt. Na klar, er war ja unter Franco, dem spanischen Topfaschisten, Sportminister. Ja, dieser Samaranch, eine Legende. Fazit? Das IOC in Peking mit Spitzenresultaten. China knallt sich in die Herzen der Welt. McDonald's und Coca-Cola freuen sich über 1,3 Milliarden chinesische Kunden. Und das IOC selbst um 3,2 Milliarden Euro reicher. Auch in dieser Höhe absolut verdient. Gratulation. Zurück ins Studio.